Ja, danke. Ich muss das gleich ein wenig relativieren. Also was ich heute referiere, geht über das Buch hinaus und man erspart sich dadurch eben nicht ganz die Lektüre meines Buches, sondern kann sich mit dem Buch auch die Voraussetzungen dessen aneignen, was ich hier heute versuche. Ich möchte nämlich die Präsentation als Gelegenheit benutzen, noch ein wenig diese Engführung, die im Buch selber nur im Grunde in einem Kapitel gemacht wird, diese Engführung von Adornos Philosophie und Sartres Philosophie, noch diese Engführung noch ein wenig weiter treiben. Die hat ja bei der Wiener Konferenz im Oktober doch einige Irritationen hervorgerufen. Und insofern ist es vielleicht ganz sinnvoll, auch im Zusammenhang mit meinem Buch darauf noch einmal zu sprechen zu kommen. Andererseits aber geht es in meinem Buch, wie eigentlich in allen Büchern, in meinem neuen Buch, eigentlich wie in allen meinen Büchern, zumindest in denen, die im Sa-Ira Verlag erschienen sind, um das Thema Verdrängung der politischen Gewalt, Verdrängung der politischen Gewalt als Grundzug aller Ideologie. Und die Formulierung vom quälbaren Leib, die Adorno bekanntlich einem Brecht-Gedicht entnommen hat, die steht, so wie ich es verstehe, für den Versuch, diese Verdrängung der politischen Gewalt zu durchbrechen. Nun, der Begriff der Verdrängung selber, wie er in diesem Zusammenhang verwendet werden soll, verweist zunächst zurück auf seinen psychoanalytischen Ursprung. Und gerade darum ist er so geeignet, etwas wie die Dialektik der Gewalt als Bewusstseinsinhalt zu fassen, denke ich. Verdrängung setzt einerseits ein Bewusstsein voraus, zumindest einen Moment der Bewusstheit voraus, dass das verdrängt, dass also diese Verdrängungsleistung vollführt oder aus dem etwas verdrängt wird. Andererseits, und aus dem etwas verdrängt wird, andererseits muss es einen Raum des Nichtbewussten geben, wo dieses Verdrängte fortbesteht, woraus es dann in veränderter Gestalt zurückkehren kann ins Bewusstsein. Nicht zufällig geht es bereits im psychoanalytischen Zusammenhang implizit um Gewalt bei diesem Verdrängungsmechanismus, wie er da bestimmt wird. Verdrängt wird letztlich aufgrund einer Drohung, die selbst noch verdrängt werden muss, nämlich die Kastrationsdrohung. Und sie ist der Vorbote der Todesdrohung. So hat es, denke ich, Adorno verstanden und darin sollte man ihm folgen. Immer dort, wo Adorno psychoanalytisch argumentiert, lässt er darüber, dass der Zusammenhalt des Ganzen auf Gewalt beruht, keinen Zweifel, gerade weil er psychoanalytisch orthodox genug ist, an der zentralen ursprünglichen Bedeutung dieser Kastrationsdrohung festzuhalten. Und er tut es dann auch noch in Bereichen, wo es einen zunächst erstaunt. Also man denke nur an seine Jazzkritik, an die Kritik einer bestimmten Unterhaltungsmusikbranche des Jazz. Oder überhaupt an Phänomenen der Kulturindustrie, wo das immer wieder aufgeworfen wird. Die Gewaltfrage dort, wo man sie am wenigsten vermuten würde, oder die Kastrationsdrohung dort, wo man wirklich nicht daran denkt. Das Problem andererseits der kritischen Theorie beginnt dort, wo die Drohung politisch zu entfalten wäre, als Kritik des Staats nämlich. Was ich zu zeigen versuche, ist also eine auf den ersten Blick durchaus überraschende Konstellation. Wenn Adorno vom Leib spricht oder vom quälbaren Leib, geht es im Grunde ums politische Handeln. Der Leib erscheint mir geradezu als Synonym dafür, dass selbst unter den Bedingungen der Unfreiheit etwas getan werden kann. Jedenfalls gehört bei Adorno
die Reflexion auf dieses Leibhafte untrennbar zum Wesen des kategorischen Imperativs nach Auschwitz. Aber, und hierin geht er eben über Kant hinaus, über den Gedanken des Kategorischen bei Kant hinaus, das Individuum bei Adorno bleibt letztlich nur dank eines leiblichen Impulses seiner mächtig. Noch die Antinomie von Naturgesetz und Freiheit, wie sie Kant formuliert hat, noch diese Antinomie soll in der Perspektive einer letzten Endes doch denkbaren Versöhnung von physischem Bedürfnis und freiem Willen erscheinen. Also das, was für Kant undenkbar ist und übrigens auch für Sartre, diese Versöhnungsperspektive, diese letzthinige Perspektive auf Versöhnung. Auch bei Sartre eben verhält es sich insofern umgekehrt, als das Hinzutreten des Leibs im Moment der Entscheidung wortwörtlich aufgefasst wird. Also ich beziehe mich jetzt auf den frühen Sartre, auf den Sartre von das Sein und das Nichts. Hier ist der Leib im Bewusstsein nur durch die irreduzible Existenz des Anderen überhaupt da, des anderen Individuums. Der Blick dieses Andere verwandle mich in ein Ding unter Dingen, in einen Körper. Durch sein bloßes Auftauchen habe ich erst ein Außen, habe ich Natur. So könnte man Sartre paraphrasieren. Das Somatische wird nicht einfach ignoriert bei Sartre, wie man dem Existenzialismus sartrischer Prägung vielfach unterstellt. Ist es doch durch die nicht ableitbare Existenz des Anderen unaufhebbar präsent. Und dieser Andere ist der prospektive Verfolger. Das ist ein Motiv, das eigentlich immer übersehen wird in das Sein und das Nichts, in der Rezeption dieses philosophischen Wälzers. Hier liegt dann auch der Unterschied zwischen der sartrischen und der kantschen Moralphilosophie. Dass der Andere bei Sartre der prospektive Verfolger ist. Der eigene Körper wird bei Sartre nicht, wie bei Heidegger oder Carl Schmitt, als Bedingung der Möglichkeit, sich zu opfern, aufgefasst, sondern als eine Art Medium der Todesangst fixiert. Für mich eine zentrale Stelle aus dem Buch »Das Sein und das Nichts«. Ich zitiere, was ich unmittelbar erfasse, wenn ich die Zweige hinter mir knacken höre, ist nicht, dass jemand da ist, sondern dass ich verletzlich bin. Dass ich einen Körper habe, der verwundet werden kann, dass ich einen Platz einnehme und dass ich in keinem Fall aus dem Raum entkommen kann, wo ich wehrlos bin. Kurz, dass ich gesehen werde. Das ist also der Blick des Anderen. So fremd Sartre der Gedanke der Versöhnung blieb, und darin kann man wirklich den zentralen Unterschied auch zu Adorno fassen, so fremd ihm dieser Gedanke der Versöhnung blieb, seine direkt gegen Heidegger explizierte Weigerung, im Tod eine Möglichkeit des Bewusstseins für sich zu sehen, nimmt in einer Gesellschaft geradezu utopische Züge an, die doch darauf beruht, alle Individuen mit dem Tod zu bedrohen. Das ist sozusagen die unfreiwillige Utopie des sartrischen Denkens, die einfach in der Weigerung liegt, im Tod eine Möglichkeit des Bewusstseins zu sehen. Und da hat man es eben auch mit diesem berühmten ontologisch klingenden Diktum, der Tod ist das Falsche, von Sartre zu tun. Dieses Diktum, der Tod ist das Falsche, wäre also gegen einen gesellschaftlichen Zustand zu wenden, der auf der Drohung mit dem Tod beruht, also gegen jeden Herrschaftszustand. In einem solchen Zustand, in so einem solchen Herrschaftszustand zu leben, bedeutet ja, dass es unmöglich wird, was Sartre fordert, nämlich den Tod als etwas Absurdes zu sehen, genauso wie die Geburt. Aber das hat natürlich Sartre nicht mehr reflektiert, nicht? Diese Unmöglichkeit eigentlich, den Tod einfach als etwas Absurdes zu sehen, wie die Geburt.
weil in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in der Gesellschaft von Staat und Kapital, dem Tod Sinn gegeben werden muss. Und am konsequentesten hat das natürlich Heidegger formuliert mit dem Sein zum Tode. Staat und Kapital verleihen dem Tod notwendig Sinn, allein dadurch, dass er in letzter Instanz immer zur Drohung dienen muss, damit die Herrschaft aufrechterhalten werden kann. Sartre selbst, so sehr er sich auch mühte, Begriffe für dieses Gesellschaftliche, für diesen Herrschaftszustand, für die Form der Ausbeutung, für Kapital und Staat zu gewinnen, scheiterte daran, diese Wendung seiner Philosophie gegen die gesellschaftliche Form von Herrschaft wirklich auszuführen. Und seine späteren Werke sind sozusagen Beispiele für dieses Scheitern, indem er da kritiklos den Marxismus adaptiert hat oder versucht hat zu adaptieren. Diese Beschäftigung mit dem Marxismus ersetzte bei ihm bloß die Lektüre der Marx'schen Kritik, die dazu nötig gewesen wäre. Also diese Erkenntnis, der Tod ist das Falsche, gegen den Herrschaftszustand zu wenden. Und wenn etwas die weitere Entwicklung des französischen Denkens, den Übergang zu Strukturalismus und Poststrukturalismus charakterisieren könnte, so wäre es umgekehrt das Bestreben, die Todesdrohung selbst zu leugnen, soweit sie nicht, etwa in der psychoanalytischen Kur Jacques Lacans, verinnerlicht werden kann, und damit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, die Heidegger meinte, die auf der Möglichkeit beruht, das Leben daran zu setzen, und die Freiheit, die Sartre dem entgegenhielt, die nur negativ bestimmbar, nichts anderes bedeutet, als dass es unmöglich sei, vor ihr, vor der Freiheit zu flüchten, was immer auch daraus folge. Sartre links liegen zu lassen, wie das in diesen französischen Denkschulen, Strukturalismus, Poststrukturalismus praktiziert wurde, eröffnete den neuen Denkern das unendliche Feld der Determination durch Strukturen, Dispositive und Narrative, die völlige Aufhebung des Freiheitsbegriffs und des Subjektbegriffs, indem die poststrukturalistischen Denker diesem Feld der Determination sich widmen und darin den Tod des Subjekts verkünden, sind sie nolens volens heideggersche Ontologen geworden, bei denen im Einzelnen es sich nur noch fragt, wo jeweils das Sein sich als eines zum Tode zu erkennen gibt. So ist es am konsequentesten, immer noch zu Heidegger selbst zurückzukehren. Bei ihm erfolgt die Sinngebung des Todes, wie sie Staat und Kapital notwendig beinhalten, in jedem Atemzug seines Philosophierens. Der Tod selbst erhält Sinn, aber im selben Maß als die Todesdrohung, die politische Gewalt, verdrängt wird, und zwar in allen Begriffen, wie Heidegger sie verwendet und erfindet, allen voran natürlich das Sein. Das Sein ist ja in gewisser Weise der heideggersche Begriff für die Vernichtung. Und das ist etwas vielleicht auf den ersten Blick Erstaunliches, dass gerade die heideggerschen Begriffe, so wie er sie verwendet, so wie er sie erfindet, allesamt dazu dienen, die Gewalt zu verdrängen. Und ich denke, darin liegt auch ein Gutteil der Faszination, die Heidegger verkörpert. Die postnarzisstische Gesellschaft, die vorgibt, zum Liberalismus zurückzukehren, reagiert darauf mit einer doppelten Verdrängung. Staat und Kapital zu bejahen, lässt nur noch eine Option offen, in der Sinngebung den Tod selbst aus dem Bewusstsein zu verbannen. Eben diese Option hat Adorno in der negativen Dialektik durchschaut. Er spricht von einer Dauerpanik angesichts des Todes, und sie sei anders nicht mehr zu beschwichtigen als durch dessen Verdrängung, als durch die Verdrängung des Todes. Je weniger die Subjekte mehr leben, desto jäher, schreckhafter werde der Tod. Daran, dass er sie buchstäblich in Dinge verwandelt, werden sie ihres permanenten Todes, der Verdinglichung inne,
der von ihnen mitverschuldeten Form ihrer Beziehungen. So heißt es in der negativen Dialektik. In diesen Meditationen über den Tod in postnarzisstischer Zeit wird so etwas wie die Vorstellung eines sekundären Todes evoziert. Durch die Verdinglichung der Beziehungen, die in letzter Instanz von den Subjekten selbst verantwortet wird, er spricht ja von der mitverschuldeten Form ihrer Beziehungen, durch diese Verdinglichung leben sie auch weniger, die Individuen. Ihr Leben erscheint als permanenter Tod. Und auch schon den Minima Moralia diente ja bekanntlich der Ausspruch Körnbergers zum Motto, das Leben lebt nicht. Panik und Verdrängung werden in der kritischen Theorie im Anschluss an die marxische Kritik der politischen Ökonomie als subjektiver Ausdruck der Überflüssigkeit des Einzelnen unter den Bedingungen des Kapitalverhältnisses verstanden. Anders als bei Sartre ist die überall herrschende Angst nicht eine vor der Freiheit. Sartre bestimmt ja die Angst sozusagen immer als Angst vor der Freiheit. Das verhält sich etwas anders in der kritischen Theorie. Dort ist sie Angst unmittelbar vor einer gesellschaftlich begriffenen Überflüssigkeit, die selbst abzuschaffen wäre. Während die Überflüssigkeit bei Sartre ontologisiert wird. Darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Aber der Einzelne, der sich von der unabsehbar vermittelten Gesellschaft als Überflüssiger betrachtet sieht und sich selbst auch als solcher erfährt in jedem Akt der Reproduktion seiner Arbeitskraft, die de facto überflüssig ist, der Einzelne erweist sich in der kritischen Theorie durchaus als mitschuldig, habe ich schon betont, an dieser Herrschaftsform, hat also mit Sartre gesprochen, Angst vor der Freiheit, diese Gesellschaft, die ihn immerfort zum Überflüssigen stempelt, in Frage zu stellen und auch nur die Voraussetzungen zu schaffen, sie umzuwälzen. An dieser Schuld, Schuld unter Anführungszeichen, Schuld im Sinne dieser Mitschuld, von der Adorno spricht, an dieser Schuld ändert sich so lange nichts, als noch in der Revolte den elementaren Formen der Herrschaft ausgewichen wird. Die Schuld vergrößert sich sogar, wenn die Gesellschaft nur zum Schein in Frage gestellt wird, wenn man etwa, wie hier in Freiburg geplant ist, mit Bananen auf Banken losgeht, in der Occupy-Bewegung. Wenn die Gesellschaft nur zum Schein in Frage gestellt wird, wie in all diesen Schuldzuweisungen an bestimmte ihrer Repräsentanten, seines Bürokraten oder Manager, von der Weltverschwörung der Juden ganz zu schweigen. Der blinde Fleck bei dieser Bestimmung der Überflüssigkeit in der kritischen Theorie ist aber der Souverän, der darüber wacht, dass die Form der Gesellschaft praktisch niemals zur Disposition gestellt werden soll. Und das ist natürlich auch in ganz anderer Weise der blinde Fleck bei Sartre. Bei Sartre verschwindet das Souverän in dem Anderen, von dem das Für-sich-Sein, das Bewusstsein sich unaufhebbar beobachtet sieht, so wie eben darin das Schuldempfinden jedes Einzelnen entspringt. Und jetzt bringe ich so ein Beispiel, ein Zitat, das diese Ontologisierung der Überflüssigkeit gewissermaßen in Reinkultur betreibt. Ich zitiere aus das Sein und das Nichts: Die extreme Haltung, die sich als totale Gleichgültigkeit gegenüber dem Anderen darböte, ist auch keine Lösung. Wir sind schon angesichts des Anderen in die Welt geworfen. Unser Auftauchen ist freie Begrenzung seiner Freiheit und nichts, nicht einmal der Selbstmord kann diese ursprüngliche Situation modifizieren. Was auch unsere Handlungen sein mögen, wir führen sie in einer Welt aus, wo es schon den anderen gibt, und wo ich in Bezug auf den anderen zu viel bin. An dieser besonderen Situation scheint der Begriff Schuld und Sünde herzurühren. Angesichts des anderen bin ich schuldig. Bin ich schuldig, sagt Sartre in das Sein und das Nichts. Bei Adorno ist der Souverän in ganz anderer Weise der blinde Fleck. Hier fallen
wie im Zustand der Panik, könnte man fast sagen, die Todesdrohung, die vom Gewaltmonopol ausgeht und die Überflüssigkeit, die auf dem Markt regiert, unmittelbar in eins. Durch die Annahme eines sekundären Todes, wie ich das genannt habe, also diese Verdinglichung, die die Individuen nicht leben lässt oder weniger leben lässt, durch die Annahme eines solchen sekundären Todes, der das Individuum verdinglicht weiterleben lässt, wird der primäre Tod, nach dem keiner weiterlebt, mit dem aber der Staat umso mehr droht, eigenartig relativiert. Das markiert etwas wie den Fluchtpunkt der Geschichte bei Adorno. Ich zitiere aus der negativen Dialektik wiederum: Furcht war ans Principium Individuationis der Selbsterhaltung gebunden, das aus seiner Konsequenz heraus sich abschafft. Was die Sadisten im Lager ihren Opfern ansagten, morgen wirst du als Rauch aus diesem Schornstein in den Himmel dich schlängeln, nennt die Gleichgültigkeit des Lebens jedes Einzelnen, auf welche Geschichte sich hinbewegt. Schon in seiner formalen Freiheit ist er so fungibel und ersetzbar, wie dann unter den Tritten der Liquidatoren. Weil aber der Einzelne in der Welt, deren Gesetz der universale individuelle Vorteil ist, gar nichts anderes hat als dies gleichgültig gewordene Selbst, ist der Vollzug der altvertrauten Tendenz zugleich das Entsetzlichste. Daraus führt so wenig etwas hinaus wie aus der elektrisch geladenen Stacheldrahtumfriedung der Lager. Nun ist aber der Einzelne in der bürgerlichen Gesellschaft, auch in der postnarzisstischen, durchaus anders fungibel und ersetzbar als im Lager und unter den Tritten der Liquidatoren. Und darum fügt ja auch Adorno diesem Teil, diesem ersten Teil der Meditationen, einen zweiten hinzu, wo er den kategorischen Imperativ nach Auschwitz formuliert. Und allein schon in dem Bewusstsein, dass es einen solchen kategorischen Imperativ geben muss, ist ja die Differenz zwischen der Existenz im Lager und der Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft festgehalten. Die Todesdrohung erfährt der Einzelne in der bürgerlichen Gesellschaft vermittelt. Um die Einheit von narzisstischer und postnarzisstischer Gesellschaft deutlich zu machen, überblendet Adorno also zunächst die Existenz im postnarzisstischen Rule of Law mit der im narzisstischen Vernichtungslager, in diesem Zitat, das ich gebracht habe. Wenn solchermaßen die Vermittlung ausgeblendet wird, kann aber die Drohung mit unmittelbarer Gewalt nicht mehr auf den Begriff gebracht werden. Und das zeigt sich dann auch in gewisser Weise beim kategorischen Imperativ. Diese Drohung mit unmittelbarer Gewalt fehlt in bestimmter Hinsicht in der Formulierung des kategorischen Imperativs nach Auschwitz und könnte etwa lauten: Wer imstande der Unfreiheit Denken und Handeln so einrichtet, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, muss auch auf die Notwendigkeit, Gewalt anzuwenden, reflektieren. Sartre, der am Ende des Zweiten Weltkriegs als erster den kategorischen Imperativ nach Auschwitz formulierend, nämlich in seinen Reflexions sur la question juive, die natürlich Reflexionen über die Antisemitenfrage sind. Sartre fordert, eine militante Liga gegen Antisemitismus zu gründen. Eine militante Liga. Und später hat er dann, wie man weiß, in seinem Engagement für die nationalen Befreiungsbewegungen die Gewalt selber fetischisiert, indem er seinen ganzen gedanklichen Horizont auf jenen blinden Fleck einzuschränken suchte, der blinde Fleck, der den Souverän betrifft, und also den Staat in den Volksmassen sich verkörpern ließ. Das Verhältnis von Europäern und Kolonisierten wird dann so verstanden, als wäre der Europäer unmittelbar der europäische Staat. Seine physische Existenz substituiert geradezu den Begriff dieses Souveräns, sodass die Liquidierung des Europäers die Abschaffung des Staats ersetzt,
Das scheint mir die eigenartige Dynamik des späteren Sartre zu sein, bei Fanon, bei seinem Vorwort zu Fanon und bei seiner Kritik der dialektischen Vernunft aus den 60er Jahren. Sodass also die Liquidierung des Europäers die Abschaffung des Staats ersetzt, den Sartre als Herrschaftsform nicht begreifen kann. Unter anderem deshalb, weil er Anleihen beim Marxismus nimmt. Das war zugleich die Logik der nationalen Befreiungsbewegungen, die mit wenigen Ausnahmen die übelsten Staatsgebilde hervorbrachten. Und Sartres Verdienst in dieser Hinsicht ist so gesehen ein negatives, ähnlich wie bei der Brechtschen Maßnahme, kann man auch diesem zum Marxismus bekehrten Existenzialismus attestieren, dass wenigstens an einigen Stellen die humanistischen Propagandaphrasen des Stalinismus aufgedeckt wurden. Anders nämlich als diese Propaganda hat Sartre sich nicht dazu verstanden, solche humanistischen Phrasen über die Konstitution von Kollektiven zum Besten zu geben. In der Kritik der dialektischen Vernunft heißt es hingegen, der Status der Gruppe sei das Recht über Leben und Tod und verteidige sie sich, sei sie selber nichts als Terror. So wie die Brüderlichkeit das Recht aller auf jeden vermittels eines jeden ist, es genüge also nicht daran zu erinnern, dass sie auch Gewalt ist oder dass sie ihren Ursprung aus der Gewalt ableitet, sie ist die Gewalt selbst. Das sagt Sartre in der Kritik der dialektischen Vernunft über diese Brüderlichkeit, die Brüderlichkeit der Rackets ist. Und in gewisser Weise vollzieht Sartre ja damit Franz Fanons Rezeption der Reflexion sur la question juive nach. Also Franz Fanon ist ja selbst von Sartres Überlegungen ausgegangen und hat diese Überlegungen dann einfach auf die Kolonialismus-Situation übertragen und sie damit um das Beste gebracht. Nämlich um das, was Sartre in diesen Überlegungen zur Judenfrage leistet, wenn er den Antisemitismus als die totale Wahl beschreibt. Also eine Wahl, die nicht in Bezug auf eine bestimmte Menschengruppe überhaupt begriffen werden kann, sondern die mit der Totalität der Gesellschaft selber zu tun hat, als Flucht vor der eigenen Freiheit. Und Sartre hat nun diese Umdeutung seiner eigenen Schrift bei Franz Fanon eigentlich im Grunde nachvollzogen und seinen eigenen kategorischen Imperativ nach Auschwitz mit der Forderung der Gründung einer militanten Bewegung gegen den Antisemitismus umgewendet zur Forderung nach Militanz der Kolonisierten und er ersetzt, wie gesagt, seinerseits in seinem Engagement seit den 60er Jahren für die nationalen Befreiungsbewegungen die Lage der Juden durch die der Kolonisierten. Das Verhältnis zwischen Antisemiten und Juden wird einfach durch das von Bürgertum und Proletariat, Europäern und Afrikanern ausgetauscht. Wenn also das Engagement gegen den Antisemitismus dem Gedankengang von das Sein und das Nicht erst den kategorischen Imperativ nach Auschwitz hinzugefügt hat, und das würde ich tatsächlich meinen, dass das der Fall ist, den Imperativ handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich verhinderst, dass Auschwitz sich wiederhole, wird er nun von Sartre selber durchgestrichen, insofern die Juden implizit als Europäer figurieren und Israel zu den Kolonialmächten gerechnet werden könnte, sodass nunmehr die ganze Philosophie, die einmal gegen den Nationalsozialismus entworfen worden war, zu diffundieren scheint. Der neue Mensch, schreibt Sartre jetzt im Vorwort zu Fanon, zu Fanons Verdammten dieser Erde. Der neue Mensch beginnt sein Menschenleben mit dem Ende, er hält sich für einen potenziellen Toten.
Er wird getötet werden. Das heißt nicht nur, dass er das Risiko auf sich nimmt, sondern dass er sich dessen gewiss ist. Und so kehrt Sartre zu Heidegger zurück. Nicht? So kehrt er tatsächlich zurück und sistiert jedenfalls für eine Schrift wie dieses Vorwort, sistiert seinen eigenen Imperativ, der Tod ist das Falsche. Das ist gewissermaßen die antikoloniale Formulierung für das Sein zum Tode. Dagegen nun gelang es Jean Amary auf der einen Seite und Claude Lanzmann auf der anderen, an die ursprüngliche Militanz des sartreschen Engagements in den Überlegungen zur Judenfrage anzuknüpfen. Und für beide war ja diese Schrift, diese Réflexion sur la question juive, ganz zentral, der Ausgangspunkt aller ihrer Reflexionen, könnte man sagen. Und bei ihrem eigenen Engagement, zugleich waren sie aber auch in einer bestimmten Phase wenigstens durchaus Sympathisanten der nationalen Befreiungsbewegungen. Und in diesem eigenen Engagement, und sie deuteten dabei ihr Engagement für die nationalen Befreiungsbewegungen in den sogenannten unterentwickelten Ländern, sie deuteten dieses Engagement ja analog zu ihrem eigenen Engagement, zu ihrem eigenen Widerstand in der Resistance-Bewegung. Dabei jedoch bei diesem Einsatz, bei dieser Solidarität mit den Befreiungsbewegungen, schreckten sie plötzlich zurück vor dem Wahn, der sich hier auftat, überall wo die Gewalt nämlich fetischisiert wurde. Und dieser Wahn zielte, wie sich spätestens 1967 in aller Deutlichkeit zeigte, auf Israel. Beide, Lanzmann sowohl wie Amary, gewannen ihre eigentliche Bedeutung dann darin, dass sie, der eine im Film, wie man weiß, der andere in seinen Essays, dass sie die Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden mit dem Engagement für Israel als unauflösliche Einheit ins Bewusstsein brachten. Und damit zeigen eigentlich beide auf ganz unterschiedlichen Feldern, auch in ganz unterschiedlichen, in einem ganz anderen Rahmen, nicht auch in anderen Ländern, zeigen sie beide, welche andere Konsequenz aus Sartres früher Philosophie gezogen werden konnte, anders als die Sartre selber, anders als der Weg, den Sartre selber eingeschlagen hat. Nun, diese Einheit der Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden mit dem Engagement für Israel, diese Einheit ist in der kritischen Theorie, die doch viel mehr begriffen hat vom gesellschaftlichen Unwesen des Antisemitismus, diese Einheit ist hier nicht immer so deutlich zu erkennen, wie etwa bei Amary oder bei Lanzmann, was gewiss auch mit der Verortung der kritischen Theorie in Deutschland im Nachfolgestaat des Dritten Reichs und an der Frontlinie des Kalten Kriegs zusammenhängt. Gibt es auch interessante private Notizen von Adorno über die unterschiedliche Lage in Deutschland und in Frankreich mit direktem Bezug auf Sartre. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Horkheimer hat in seinen politischen Statements wie auch in seinen internen Äußerungen und Entscheidungen meist eine klare Position bezogen, was die Ausrichtung auf den Westen betraf, und seine Kritik der nationalen Befreiungsbewegungen war dem diesbezüglichen Engagement Sartres geradezu entgegengesetzt. Man kennt diese scharf kritischen Bemerkungen über die Befreiungsbewegungen. In der Theoriebildung fehlt merkwürdigerweise eine Reflexion darauf. Adornos Ausarbeitung der kritischen Theorie in den 60er Jahren konzentriert sich, wenn es um Antisemitismus geht, auf die gleichsam ins Innere des Individuums transponierte politische Theologie, also auf psychoanalytische Erkenntnisse, während für die Verhältnisse des Politischen der Begriff der verwalteten Welt ins Treffen geführt wird. Und dieser Begriff bezeichnet den Prozess einer Entpolitisierung,
der es weniger denn je erlaube, die Gesellschaft noch mit den Kategorien des Souveräns zu fassen. Und damit komme ich wieder zurück zu dem Punkt, der Souverän als blinder Fleck. Also dieser Prozess der Entpolitisierung im postnarzisstischen Europa, im postnarzisstischen Deutschland, bedingt, dass die Welt in die beiden Blöcke für immer aufgeteilt schien. Und dadurch fanden sich auch die Kategorien des Souveräns außer Kraft gesetzt. Die Phänomene des Politischen seien nur als Epiphänomen begreifbar, sagt Adorno, denn sie dringen nicht mehr ins Innere der Gesellschaft vor, verzerrten eher deren Wesen, als es zum Ausdruck zu bringen. Der konkrete politische Gegensatz zwischen Ost und West im Kalten Krieg gab bloß das Abstrakteste zu erkennen, das überhaupt von dieser Gesellschaft gesagt werden konnte. Und damit zitiere ich aus Vorlesungen von 1964, Vorlesungen Adornos über die philosophischen Elemente einer Theorie der Gesellschaft. Die Welt reproduziert sich ökonomisch nur noch durch den Aufbau des Rüstungsapparats hindurch in Ost und West, eines Apparats, der die Prosperität garantiert und zugleich das Sozialprodukt frisst und die Menschen mit Vernichtung bedroht. Die politischen Konstellationen, die Adorno charakteristischerweise außenpolitische nennt in diesen Vorlesungen, verdeckten unmittelbar, was der Souverän einmal in der noch nicht verwalteten Welt verkörperte, nämlich das Kapitalverhältnis. Ich zitiere wieder aus den Vorlesungen: Die tragenden Antagonismen, die nach wie vor innerhalb der gesellschaftlichen Struktur zu finden sind und nicht innerhalb der Sphäre der sogenannten Politik, sie werden ideologisch abgewälzt auf außenpolitische Konflikte. Angesichts der unvermindert anarchischen Produktion und der Disproportionalitäten, die sie im Gefolge hat, könne man wohl sagen, dass nur durch die Anhäufung von Vernichtungsmitteln die Gesellschaft sich heute, also gemeint ist 1964, und zwar in allen Ländern, die ihren bestehenden Formen überhaupt am Leben erhalten kann, dass sie also nur dadurch noch weiterlebt, dass sie in jedem Augenblick bereit ist, sich selber in die Luft zu sprengen. Ich glaube, etwas Sinnfälligeres und Drastischeres zum Beweis dessen, dass wir in einer unvermindert antagonistischen Gesellschaft leben als das, ist wohl schlechterdings nicht vorstellbar. Nicht mehr Ideologien im Einzelnen, sondern der bloße Charakter, den diese Ideologien gemeinsam haben, bildet den Verblendungszusammenhang, so wie ihn Adorno hier entwirft in diesen Vorlesungen. Die politischen Systeme der Riesenblöcke nehmen, und zwar hüben wie drüben, den Charakter von Ideologien an, und dieser Charakter, nicht mehr die je spezifische Ideologie selber, dieser Charakter sei es, der die Menschen daran verhindert, eben der gesellschaftlichen Verhältnisse gewahr zu werden. Die Kritik der politischen Ökonomie mündet also, folgt man den zitierten Vorlesungen, sie mündet in das Urteil, dass die Gesellschaft sich in ihren bestehenden Formen überhaupt noch durch die Anhäufung von Vernichtungsmitteln reproduzieren kann. Unreflektiert blieb damit bei Adorno nur die Frage, welche Bedingungen es wiederum ermöglichen, die Vernichtungsmittel nicht einzusetzen, was also die Voraussetzungen dafür sind, zu verhindern, dass die Welt sich selber in die Luft sprengt, obschon sie doch nur, wie Adorno richtig sagt, darum noch in dieser Form weiterzuleben vermag, dass sie in jedem Augenblick bereit ist, sich selbst in die Luft zu sprengen. Auch die Elemente des Antisemitismus, die in der Dialektik der Aufklärung so genau verzeichnet sind als Inbegriff des falschen Ganzen, erscheinen plötzlich austauschbar wie die Ideologien und die Blöcke. Ich zitiere aus seiner berühmten Rede Erziehung nach Auschwitz: Morgen kann eine andere Gruppe drankommen als die Juden, etwa die Alten,
die ja im Dritten Reich gerade eben noch verschont wurden, oder die Intellektuellen oder einfach abweichende Gruppen. Zugleich spricht aber Adorno in diesem Zusammenhang vom wiedererwachenden Nationalismus. So als ob er dieser Gefahr der Beliebigkeit der Feindbilder irgendwie begegnen möchte. Er spricht vom wiedererwachenden Nationalismus, auch um die allzu nahe liegende Vorstellung des Endes aller Ideologien, damit, wie gesagt, die Beliebigkeit der Feindbilder und der Ubiquität der Barbarei wieder zu relativieren. In diesem Zusammenhang ist auch die Bemerkung zu sehen, dass diese Wiederkehr des Nationalismus ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder verschmelze. Und damit tastet Adorno auch hier nach jener Konkretheit, die Horkheimer in seinen Notizen schon besaß, als er 1960 schrieb, es gebe einen Plan, eine starke Russland wie Amerika gegenüber machtvolle dritte Gewalt zu formieren, einen faschistischen Block, der Staaten der alten Welt mit den sogenannten unterentwickelten Völkern zusammenfasst. Einen faschistischen Block. Eben daraus resultiert, wie Horkheimer sogleich anzudeuten weiß, für Israel eine ganz besondere Situation, dass man die Juden betont, schreibt er, dass man die Juden betont, heißt nur, dass die Deutschen vor der Lösung, Israel zu liquidieren, noch ein altes Vorrecht im Hause haben. Und wie viele Bewegungen in anderen Ländern werden unter solchen Zeichen den Bündnispartnern nicht zujubeln? Rufzeichen. So sicher sei die Konjunktur, die man gerne Wirtschaftswunder nennt, denn doch nicht, heißt es dann in einer Schlussbemerkung. Und eben dafür stünden die Neonazis. Das ist eine Bemerkung, eine Notiz von Horkheimer aus dem Jahr 1960. Und damals gab es ja das erste große Coming-out der Neonazis, nicht mit Synagogenschändungen und Schändung jüdischer Friedhöfe. Darauf bezieht sich auch die ganze Bemerkung von Horkheimer, die ich da zitiert habe. Jean Amary und Claude Lanzmann, die selber einmal gewisse Hoffnungen, ich habe das schon angedeutet, mit den nationalen Befreiungsbewegungen verbunden hatten, wurden durch den Sechstagekrieg von 1967 die Konsequenzen dieser von Horkheimer so scharfsichtig erkannten Konstellation vor Augen geführt, und im Unterschied zu Horkheimer und Adorno akzentuierten sie hinfort, dass dieser Gefahr, solange die Konstellation sich nicht grundlegend ändere, nur mit Gewalt, dass dieser Gefahr nur mit Gewalt begegnet werden kann, mit der Gegengewalt des israelischen Souveräns, was für sie zugleich bedeutete, für diese Gewalt auch öffentlich einzutreten. Bei Adorno und Horkheimer zeigte sich hingegen das Engagement für Israel eher diskret an einzelnen unveröffentlichten Notizen und Briefstellen, sowie an gleichsam vereinspolitischen Aktivitäten, gerade was Horkheimer betrifft. Im Denken selber wurde es bei Horkheimer merkwürdigerweise gehemmt durch einen emphatischen, aber verzerrenden Begriff von Diaspora. Darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen, kann man aber nachlesen in der Horkheimer Gesamtausgabe, seine Reflexionen über das Verhältnis zwischen Diaspora und der Gründung des Staats Israel. Es hängt damit jedenfalls auch Horkheimers Einschätzung des Eichmann-Prozesses zusammen, die fast schon als Desengagement gegenüber Israel erscheint. Und zwar schreibt er da, und das hat er auch publiziert, er schreibt das, hat das 1960 niedergeschrieben und dann 1967 publiziert, das Unternehmen Eichmann ohne Not zu strafen, läuft darauf hinaus, ihm etwas von dem anzutun, um dessen Willen den Toten die Liebe ihres Volkes gehört. Der Philosoph, und damit meint er sich selber, der Philosoph ist kein Praktiker, er plädiert auf Unzuständigkeit des Gerichts und Rückgabe Eichmanns an das Land, aus dem man ihn entwendet hat. Der Philosoph meint, von dem Prozess wird nichts Gutes kommen, weder für die Sicherheit und Stellung der Juden in der Welt noch gar für ihr Selbstbewusstsein.
Der Prozess gegen Eichmann ist eine Wiederholung. Eichmann wird zum zweiten Mal Unheil stiften. Dagegen wandte nun Adorno seinerseits ein, der Ton dieser Glosse von Horkheimer sei ihm zu abgeklärt. Dadurch stimmt dieser Ton eine Position jenseits der Sache und der Opfer. Dadurch nimmt der Ton eine Position jenseits der Sache und der Opfer ein, die wir meinem Gefühl nach nicht einnehmen können. So wenig wir richten dürfen, wer sind wir, dass wir vergeben können? So wenig wir richten dürfen, wer sind wir, dass wir vergeben können? Und ist nicht der Glanz von Humanität, den wir damit auf uns lenken, den Opfern geraubt? So lautet die Suggestivfrage Adornos an Horkheimer gerichtet in einem Brief. Allerdings schreibt Horkheimer, vermutlich unter dem Eindruck des immer bedrohlicher werdenden Antizionismus, in einem späten Brief, 1971, von dem schweren Problem, den Staat Israel mit der jüdischen Erwartung des Messianismus zu vereinen. Das ist eben diese Konstellation zwischen Gründung des Staats Israels und der Diaspora, der Traditionen, der alten Traditionen des Judentums, die ihn eben bis zuletzt beschäftigt hat. Nicht nur die ganz Frommen, sondern auch andere, die nicht zuletzt ich selbst, vermöchten ihre Bedenken kaum zu überwinden. Auch ich weiß nur die eine Antwort, die Sie geben, das ist gerichtet an Joachim von Zedlitz. Auch ich weiß nur eine Antwort, nämlich, dass es zunächst einer praktischen Lösung bedarf. Einer praktischen Lösung. Und praktische Lösung heißt hier nichts anderes als die Gewalt des Souveräns. Aber Praxis kann nicht gleich Praxis sein, auch nicht schon gar nicht im Stande der Unfreiheit. Adorno macht ein einziges Mal in einem seiner späten Rundfunkgespräche genau dieses Problem zum Thema und stellt sich im Grunde die Frage, wie das Existenzialurteil über das unwahre Ganze, das unwahr ist, weil es eben auf Gewalt beruht, wie dieses Existenzialurteil und der kategorische Imperativ nach Auschwitz, der die Anwendung von Gewalt einschließt, wie sie aufeinander zu beziehen wären. Wenn im Inneren der Individuen derselbe Trieb freizulegen ist, der in der äußeren, in der verwalteten Welt letztlich dazu dränge, das sonst nur Verwaltete vollends zu zerstören, wenn Barbarei eben nicht einfach Rückfall in vorzivilisatorische Zustände meint, vielmehr ein Destruktionstrieb die Menschen erfüllt, ein Destruktionstrieb, der mit den Formen gesellschaftlicher Herrschaft aufs Engste korreliert, dann erzeugt diese Gesellschaft immer aufs Neue ihre Wutbürger, die solange den Destruktionstrieb, der kein Trieb ist natürlich, sondern die Konsequenz der Gesellschaft selber, vor sich verbergen, bis sie als blinde Terroristen dann losschlagen. Diesen Mechanismus, diese Kausalität beschreibt Adorno in diesem Gespräch über die Gewalt, in diesem Rundfunkgespräch über die Gewalt, das mir sehr bemerkenswert erscheint und das ich auch in meinem Buch des Langen und des Breiten gedeutet habe. Der Hass der Menschen, so Adorno, richte sich gerade gegen das Glücksversprechen eines friedlichen Zustands und äußere sich in der fatalen Gestalt, dass es nicht sein solle. Kraft dieser Bestimmung ist es Adorno aber zugleich möglich, von einer Gewalt zu sprechen, deren Subjekt sich nicht mit ihr identifiziert, wo vielmehr Reflexion auf durchsichtige humane Zwecke dazwischen tritt. Und er improvisiert in diesem Rundfunkgespräch, wovor er in seinen Schriften meist zurückschreckt, nämlich einen Begriff von Gegengewalt. Wo Gewalt in einem transparenten Zusammenhang zu der Herbeiführung menschenwürdigerer Zustände auch in ganz eingeengten Situationen führt, könne sie nicht ohne weiteres als Barbarei verurteilt werden. Die Unterscheidung zwischen Gewalt und Gegengewalt bleibt das, betont Adorno auch hier, prekär, die Übergänge sind fließend und deshalb argumentiere er als ein vorsichtiger Familienvater, wie er scherzhaft sich ausdrückt. Die Reflexion, und das mit dem Familienvater, das wird gewissermaßen noch entwickelt,
Die Reflexion auf durchsichtige humane Zwecke setzt Klarheit darüber voraus, dass Gewalt an sich immer zugleich abgelehnt werden muss als Grundlage gesellschaftlicher Beziehungen und als Garant ihrer Einheit und Allgemeinheit, dass die Menschen, so sagt Adorno, zunächst einmal alle mit dem Abscheu vor der physischen Gewalt durchtränkt werden. Durchsichtigkeit scheint damit in der Anwendung von Gewalt hier und jetzt wieder fast unmöglich, könnte man meinen, da, ich zitiere, in den Menschen auch heute noch die Scham über die Rohheit, die im Prinzip der Kultur liegt, diese Scham nicht wach geworden ist. Und dass erst dann, wenn es uns gelingt, diese Scham zu wecken, sodass kein Mensch mehr Rohheiten von anderen mehr ansehen kann, über alles andere überhaupt sich reden lässt. Das ist nun wieder ganz charakteristisch für Adornos Denken, dass erst der Rekurs auf die frühesten individuellen Erfahrungen einen Ausweg bietet, wo das Politische selber ihn zu verweigern scheint. Gewisse Autoritätserscheinungen, so heißt es gegen Ende dieses Gesprächs, gewisse Autoritätserscheinungen könnten eine andere Bedeutung annehmen, wo sie nicht mehr blind, nicht mehr ihrerseits aus dem Gewaltprinzip folgen, sondern bewusst sind und vor allem, wo sie einen Moment der Durchsichtigkeit auch für das Kind selbst haben, wenn die Eltern dem Kind eine auf die Pfoten hauen, weil es einer Fliege die Flügel ausreißt. So ist das ein Moment von Autorität, das zur Entbarbarisierung beiträgt. Das Eingedenken der Natur im Subjekt, Besinnung auf das Leibhafte zugleich und die Einheit mit aller nichtmenschlichen Kreatur ist also nötig, dem Kind die Scham angesichts der Gewalt einzuflößen, eine Scham, welche der Erziehende in sich selbst wachruft, wenn er beim Quälen nicht ruhig zusehen kann und reagieren muss. Die ganze Dialektik der Aufklärung hat Adorno hier in die Redensart von den Pfoten hineingelegt. Die Scham, die zunächst offenbar nur an der Sexualität ausgebildet wird, dort aber in der Entfesselung des Begehrens wieder durchbrochen werden soll, diese Scham wäre für immer auf die Gewalt anzuwenden, die Menschen wären so zart zu machen, dass eben jene Scham, Scham vor der Gewalt, sie ergreift. Wenn Adorno also diese Urteilskraft nur entfalten kann, wo es um die Kindheit geht, kaum aber im Politischen, dann nicht nur deshalb, weil jene Kindheit wirklich das Unterpfand dafür ist, dass eine von politischer Gewalt befreite Gesellschaft, also Versöhnung, möglich wäre, während das Politische verdammt bleibt zum Immergleichen. Und so heißt es, zur Charakterisierung dieses Immergleichen lassen sich dann bei Adorno viele Stellen anführen aus seinen Schriften, aus seinen Reden, die also die Unmöglichkeit der Gewaltanwendung im Politischen beweisen wollen. Ich zitiere und zwar aus den Marginalien zu Theorie und Praxis, und das ist natürlich direkt an die Adresse der Studentenbewegung gerichtet. Ich glaube sogar sein spätester Text ist das, Marginalien zu Theorie und Praxis. Vielen klingt die Ausrede plausibel, gegen die barbarische Totalität verfangen nur noch barbarische Mittel. Unterdessen jedoch ist ein Schwellenwert erreicht. Was vor 50 Jahren, also gemeint ist der Erste Weltkrieg und die Situation danach, was vor 50 Jahren der allzu abstrakten und illusionären Hoffnung auf totale Veränderung für eine kurze Phase noch gerecht erscheinen mochte, Gewalt, ist nach der Erfahrung des nationalsozialistischen und stalinistischen Grauens und angesichts der Langlebigkeit totalitärer Repression unentwirrbar verstrickt in das, was geändert werden müsste. Ist der Schuldzusammenhang der Gesellschaft und mit ihm der Prospekt der Katastrophe wahrhaft total geworden und nichts erlaubt daran zu zweifeln, so ist dem nichts entgegenzusetzen, als was jenen Verblendungszusammenhang aufkündigt, anstatt in den eigenen Formen daran zu partizipieren. Entweder die Menschheit verzichtet auf das Gleich um Gleich der Gewalt oder die vermeintlich radikale politische Praxis erneuert das alte Entsetzen. So
so lautet dieses Verdikt über die Gewalt, durchaus in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den zitierten Bemerkungen aus dem Rundfunkgespräch. Und doch hatte Adorno in bestimmter Hinsicht auch mit diesem Verdikt natürlich recht. Die Gewalt, die der israelische Souverän anwenden muss, oder die Gewalt, die nötig wäre, das Regime der Islamischen Republik Iran zu stürzen, ist keine Gewalt, die auf totale Veränderung gerichtet sein kann, sondern eben nur Gegengewalt. Den totalen Schuldzusammenhang der Gesellschaft aufzulösen, dazu jedoch ist Gewalt kein Mittel mehr. Was kritische Theorie aber in den kanonisch gewordenen Schriften über die Dialektik der Aufklärung, die Kritik der instrumentellen Vernunft und die negative Dialektik wirklich versäumt hat, denke ich, ist, diese Gegengewalt im Politischen selbst zu explizieren, damit ihren Charakter als Nötigung. Durch diese Leerstelle verliert umgekehrt die Erkenntnis, von welchen Voraussetzungen aus erst der gewaltlose Übergang zu einem anderen, zu einer befreiten Gesellschaft möglich wäre, an Gewicht. In einem Brief an Herbert Marcuse aus dem Jahr 1948 zeigt sich Adornos Unsicherheit in dieser Frage. Einerseits weist Adorno nämlich, wie dann später im Engagementaufsatz, Sartres Lehre von der Freiheit des Opfers in den Händen seines Henkers entschieden zurück, also gemeint ist Sartres Aussage, auch unter der Folter verliert der Einzelne nicht seine Freiheit. Auch unter der Folter verliert der Einzelne nicht seine Freiheit. Das weist also zurück mit Marcuse, der das auch ganz entschieden getan hat. Andererseits fragt sich Adorno doch, ob nicht gerade im Angesicht des absoluten Grauens eine Spur der Wahrheit sich darin enthüllt. In Sartres Philosophie hat nicht immer genau die Praxis des qualitativen Sprunges einen Aspekt des Hoffnungslosen, wenn sie unternommen wird, kommt es nicht wirklich genau auf die Frau an, die, wie Kogon berichtet, also Eugen Kogon, der Historiker, und der die Lage analysiert hat im Nationalsozialismus, kommt es nicht wirklich genau auf die Frau an, die vor dem Auschwitzer Feuerofen dem Nazi den Revolver entreißt, ihn niederschoss und selbst erschossen wird? Ich habe ein dunkles Gefühl, dass als 1917 die ohnmächtige Minorität ohne Massenbasis, ohne das Backing des Weltgeistes die Macht ergriff, es ebenso absurd aussah und dass gerade darin der Weltgeist steckte. Und vielleicht hat Sartre, der zwar ein platter Philosophiehändler, aber nicht ganz ohne ein Element wirklicher Erfahrung ist, vielleicht hat Sartre davon etwas gespürt. Da sieht man also, dass die Beschäftigung mit Sartre Adorno geradezu dazu zwingt, auf die Frage der politischen Gewalt zu sprechen zu kommen. Obwohl Sartre seinerseits ja auch die Gewalt verdrängt hat, im selben Maß, in dem er heideggersche Begriffe verwendet hat. Aber das wäre zu zeigen im Einzelnen. Adorno hat diese Unsicherheit nicht weiter reflektiert. Er hat diese Spur der Wahrheit, von der er spricht, nicht verfolgt bis hin zur Frage des politischen Souveräns. Und das hat natürlich mit der Situation des Kalten Kriegs zu tun, mit der ganzen Konstellation. Aber er nahm diese Spur der Wahrheit sofort auch in Jean-Amaris Torturessay wahr, im Jahr 1964, sodass er diesen Text eines, wie er selbst schreibt, ihm bis dahin gänzlich unbekannten Autors und trotz dessen philosophischer Armatur, wie Adorno sagt, die er sofort als die Sartres erkennen musste, trotz dessen philosophischer Armatur spontan in seine Vorlesungen zur Metaphysik aufnahm. Und diese Vorlesungen korrespondieren aufs Engste mit dem Abschluss der negativen Dialektik. Und in dieser negativen Dialektik, in diesen Kapiteln über die Verdrängung des Todes, da zeigt es sich ja auch, wenn man genauer hinhört, dass die Verdrängung nicht des Todes
Aber des Herrn über den Tod, um eine Formulierung aus der Heidegger-Kritik Herbert Marcuses aufzugreifen, dass diese Verdrängung des Herrn über den Tod gerade hineinspielt in Adornos Reflexionen über die Verdrängung des Todes. Marcuse hat in dieser Kritik, in dieser Heidegger-Kritik, das erschien dann in dem Sammelband über die Ideologie des Todes, Marcuse hat in dieser Kritik, wo er vom Herrn über den Tod spricht, sehr prägnant das heideggersche Freisein für den Tod als Einvernehmen mit dem Herrn über den Tod charakterisiert, also mit dem Souverän, mit dem Staat. Das ist einer der besten Texte von Herbert Marcuse. Fast überall dort, wo die kritische Theorie unmittelbar sich herausgefordert sieht, also das ist, scheint mir auch so ein Beleg dafür, also überall, wo die kritische Theorie unmittelbar sich herausgefordert sieht, Heidegger Paroli zu bieten, zeichnet sich auf dem Grund der Ideologie des Todes, die da kritisiert wird, dieser Herr über den Tod ab, also der Souverän. Und so heißt es auch im Jargon der Eigentlichkeit, zur selben Zeit entstanden wie die negative Dialektik, dass der Jargon der Eigentlichkeit seit den Anfängen mit der Aufrüstung gut sich vertragen habe. Ich zitiere, heute wie damals gilt der Bescheid, den Horkheimer einer Ergriffenen erteilte, die sagte, Heidegger habe doch wenigstens die Menschen endlich wieder vor den Tod gestellt. Ludendorff habe das viel besser besorgt, hat Horkheimer damals geantwortet. Da merkt man also sozusagen, wie im Tod es eigentlich um den Herrn über den Tod geht. Damit schwingt aber auch, wenn nur über den Tod und seine Verdrängung gesprochen wird, etwas mit, das Adorno über den Souverän sagen möchte, wofür ihm aber die Begriffe durchaus fehlen. So vor allem, wenn es um seine Abschaffung geht. Wenn Adorno stattdessen die Abschaffung des Todes fordert, meint er es nicht als regulatives Prinzip, das die Gesellschaft sich als Befreite zu eigen machen könnte. Adorno meint es buchstäblich, obwohl es doch nicht gedacht werden kann, es sei denn als Vernichtung des Organischen, sowie die Möglichkeit, sich selbst das Leben zu nehmen, eine Art regulatives Prinzip im Negativen sein kann. Man lebt, als ob man sich jederzeit umbringen könnte. Ein regulatives Prinzip, das nur realisiert wird durch den Freitod selber, der wiederum selbst nicht gedacht werden kann, nur ausgeführt. Es ist kaum zufällig, denke ich, ein Sartre-Zitat, mit dem Adorno nicht nur im Engagement-Essay, also seiner eigentlichen Sartre- und nebenbei auch Brecht-Kritik, sein früheres Diktum, Adornos eigenes früheres Diktum, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch, reflektierte. Und ich zitiere aus dem Engagement-Essay, die Frage einer Person aus Mort sans Sepulture, also Sartre-Stück, die Frage dieser Person aus Mort sans Sepulture, Tote ohne Begräbnis, hat es einen Sinn zu leben, wenn es Menschen gibt, die schlagen, bis die Knochen im Leib zerbrechen? Ist auch die, ob Kunst überhaupt noch sein dürfe. So heißt es da im Engagement-Essay am Ende. Und auch in den Vorlesungen, die mit dem Abschluss der negativen Dialektik unmittelbar zusammenhängen, also diese Vorlesungen zur Metaphysik und worin eben auch Amaris Tortur-Essay zur Sprache kommt, wird mit demselben Sartre-Zitat die Möglichkeit des Freitods als Kritik der Gesellschaft formuliert und damit die Verantwortung jedes Einzelnen für das, was geschieht, eingeklagt. Eine Verantwortung in allerletzter Instanz, eine, die sich nur philosophisch fassen lässt, ebenso wie sie nur durch wirkliche Revolution beantwortet werden könnte. Also die Verantwortung jedes Einzelnen für das, was geschieht. Ich zitiere aus den Vorlesungen, und damit komme ich auch schon zum Ende. Wenn in dem bedeutendsten und deshalb in Deutschland kaum gespielten Stück von Sartre, Mort sans Sepulture, Tod ohne Begräbnis, eine Figur, einer der jungen und der Folter überantworteten Widerstandskämpfer, sagt,
kann man eigentlich überhaupt noch oder wozu soll man eigentlich noch in einer Welt leben, in der sie einen schlagen, bis einem die Knochen zerbrechen? So sei diese Frage, sagt Adorno, jedenfalls als eine nach der Möglichkeit überhaupt auch nur eine Affirmation des Lebens gar nicht zu umgehen. Und ich würde denken, dass überhaupt kein Gedanke, der nicht daran sich gemessen hat, der das nicht theoretisch in sich aufnimmt, dass ein solcher Gedanke von vornherein einfach das abschiebt, worüber nachzudenken ist und deshalb ein Gedanke gar nicht genannt werden kann. Danke für die Aufmerksamkeit.